Nummer 1. Du strengst dich zu sehr an. Das klingt wahrscheinlich erstmal kontraintuitiv, denn es ist absolut nichts falsch dran, so viele Frauen wie möglich anzusprechen und dir kräftig die Hörner abzustoßen. Das ist der Lauf der Dinge und wir Männer tun das, was wir Männer tun. Wenn du dies allerdings ohne Selbstvertrauen tust und Frauen bei dir auch nur einen Hauch an Bedürftigkeit, an Verzweiflung oder Komplexen wahrnehmen, dann wirkt das naturgemäß wenig anziehend auf Frauen. Mit anderen Worten, du darfst dich nicht über den Erfolg bei Frauen definieren. Ich hab's schon öfters gesagt, du musst ohne Frauen genauso selbstbewusst, entspannt und zufrieden sein, wie mit einer schönen Frau an deiner Seite. Grund Nummer 2. Du lässt dich nicht sehen. Also wenn du jagen oder angeln gehst, dann musst du das Wild bzw. den Fisch erstmal ausfindig machen und dich in dessen Nähe begeben. Frauen sind ja bekanntermaßen die sozialeren Wesen verglichen mit Männern. Das heißt, sie lieben die zwischenmenschliche Interaktion und sie sind auch eigentlich immer super neugierig für neue Bekanntschaften, ohne dass das jetzt immer mit Dating verknüpft sein muss. Die ganze Internetwelt und Digitalisierung, die ist wirklich ein gewaltiges Problem für reale Beziehungen. Und Online-Dating oder Chats sind halt auch kein echter Ersatz dafür. Männer sind hier ganz klar die Gelackmeierten, denn sie sind ohne Zweifel anfälliger für schöne und heiße Online-Profile. Profile, aus denen dann meistens eh nichts herauszuholen ist, erstmal weil die Konkurrenz viel zu groß ist und auch weil Frauen online oft nichts anderes tun als Männer aufzugaben. Setz also deinen Hintern in Bewegung und suche die reale Interaktion. Der dritte Grund ist, dass du das überaus wertvolle Werkzeug namens Smalltalk nicht nutzt. Also Frauen, die freuen sich wirklich beinahe immer über ein ungezwungenes Pläuschchen sowie offene Worte eines Mannes, ohne dass dieser Plausch jetzt irgendwelche Absichten verfolgen muss. Und genau das ist auch das Spannende daran. Das Interesse der Frau entwickelt sich meist erst im Verlaufe der Interaktion und ohne dass sie begreift, warum sie interessiert ist. Wenn du hier Hemmungen hast, dann meistens nur, weil du glaubst, die Frau erwartet von dir irgendwelche amorösen Heldentaten oder einen super charmanten Verführungsvortrag, wenn du sie ansprichst. Das tut sie nämlich nicht. Alles, was sie will, ist ein netter Wortwechsel, aus dem sich dann oft viel mehr entwickelt, als du es dir erahnen kannst. Für Übungszwecke solltest du ruhig mal ein paar sehr heiße Frauen ansprechen, irgendetwas Banales zum Ausdruck bringen, vielleicht das Wetter oder von mir aus auch die Uhrzeit, nach der du fragst, und du diese Frau dann stehen lässt. Wichtig ist hier wirklich, dass du das Gespräch von dir aus abbrichst und du sie stehen lässt. Keine Absichten oder sonst was. Für Übungszwecke kann das für dein Selbstbewusstsein unheimlich wirksam sein.